Beate Steinmann macht viermal pro Woche Yoga. Das Training gibt ihr Kraft, Ruhe und Entspannung. All das hat sie dringend nötig. Letztes Jahr wurde bei der 45-Jährigen bei einer Mammographie ein Tumor in der linken Brust festgestellt. Als ich das erste Mal diesen Befund bekommen habe, da existiert nun ein Tumor in der Brust, konnte ich es gar nicht glauben, weil ich habe mich vorher immer als ungeheuer kraftvoll und gesund und fast unverletzbar gefühlt. Und plötzlich zu denen zu gehören, die nun betroffen sind, ich konnte es gar nicht einordnen und gar nicht verstehen und war einfach sehr überrascht, dass es jeden treffen kann. Beate Steinmann hat noch Glück im Unglück. Der Tumor in ihrer Brust ist ein In-Situ-Karzinom. Eine Vorstufe von Krebs, die sich nicht auf benachbarte Zellen ausdehnt und keine Metastasen bilden kann. Trotzdem muss der Tumor entfernt werden, da er in der Hälfte aller Fälle bösartig wird. Wenn der Tumor nicht zu groß ist, was meistens so ist, dann kann man nur den Tumor mit dem gesunden Saum rausnehmen und eine brusterhaltende Therapie der Patientin anbieten. Wenn der Tumor aber größer ist, dann kann es notwendig sein, dass man andere Techniken anwenden muss, um den Tumor onkologisch sauber im Gesunden rauszubekommen. Obwohl der Tumor bereits einen Durchmesser von 9 cm hat, hoffen die Chirurgen, auch die Brust von Beate Steinmann erhalten zu können. Doch im entnommenen Randsaum befinden sich Krebszellen. Beate Steinmann muss noch einmal operiert werden, um den gesamten Drüsenkörper zu entfernen. Naja, natürlich schon im ersten Moment ein Schock. Ich habe gehofft, dass es jetzt nach der ersten Operation damit getan ist und alles in Ordnung ist. Und so war klar, da kommt noch was. Der Chirurg informiert Beate Steinmann über die Möglichkeit einer Brustrekonstruktion. Sie will nicht, dass man ihr dazu Gewebe aus dem Bauch oder Rücken entnimmt. Deswegen soll bei ihr ein Silikonpräparat verwendet werden. Da aber nach der Entnahme des gesamten Drüsenkörpers nur der Hautmantel der Brust erhalten bleibt, können typische Komplikationen auftreten. Wenn Sie keine Schicht zwischen Haut und Implantat legen, keine Gewebsschicht oder irgendeine andere Art von vitalem Gewebe dazwischen legen, kommt es zu einer Kapselbildung. Der Körper bildet um jeden Fremdkörper eine Kapsel. Aber in diesem speziellen Fall, wenn nichts dazwischen liegt, wird diese Kapsel schrumpfen und es wird hart und es fühlt sich an wie ein Stein. Um bei Beate Steinmann eine Verkapselung zu verhindern, schlägt ihr der Arzt ein neuartiges Verfahren vor. Dabei verwenden die Chirurgen Schweinehaut, in die das Brustimplantat aus Silikon eingebettet wird. Schweinematrix wird aus Schweinehaut gewonnen. Durch chemische Verfahren wird es so präpariert, dass man es einsetzen kann. Und der Vorteil von der Schweinehaut, wenn Sie es drauflegen, ist, dass es zu dieser Verkapselung nicht kommt. Das Ganze bleibt weich und bleibt an seiner Position bestehen. Wann die Verwendung von Schweinehautmatrix für den Brustaufbau sinnvoll ist, muss individuell ermittelt werden. Dabei sind unter anderem die Größe und Form der Brüste sowie die Art und Weise der Brustentfernung entscheidend. Noch fehlen für das Verfahren aussagekräftige Studien. Eine Kostenübernahme muss deswegen im Einzelfall beantragt werden. Also primär ist die Schweinehaut für Patientinnen geeignet, wo die Brust noch nicht entfernt wurde. Das heißt, bei Patientinnen, die primär zu uns kommen mit der Diagnose Brustkrebs, wo wir dann die Haut belassen, das Innenleben aushöhlen sozusagen, den Drüsenkörper entfernen und dann das Implantat einlegen und das mit dieser Schweinehaut überdecken. Inzwischen ist es gut ein Jahr her, dass bei Beate Steinmann die linke Brust aus einem Silikonimplantat und Schweinehautmatrix rekonstruiert wurde. Komplikationen traten nicht auf. Ich bin schon wirklich sehr, sehr zufrieden mit dem Ergebnis. Also es schaut gut aus, ich fühle mich sehr, sehr wohl. Ich habe das Gefühl, ich bin ganz, es ist alles da, wo es hingehört. Und Nachteil ist natürlich, dass ich einfach kein Gespür, kein Gefühl in der Haut über der linken Brust habe und doch ein gewisses Fremdkörpergefühl auch da ist. Aber dennoch, ich würde es in jedem Fall genauso nochmal machen. Beate Steinmann ist froh, dass ihr Tumor rechtzeitig entdeckt und behandelt werden konnte. Jetzt will sie wieder unbeschwert leben. Das Yoga hilft ihr dabei.